Es ist Januar 2020 und der Umstieg von Windows 7 auf Windows 10 steht an. Dieses Video ist ein FAQ, also die häufig gestellten Fragen möchte ich hier mal abarbeiten, die so zu dem Umstieg aufgekommen sind. Die erste Frage, warum muss ich überhaupt umsteigen? Was ihr vielleicht auch schon gelesen habt, ist, es gibt keine Updates mehr für Windows 7. Und da geht es vor allem um Sicherheitsupdates und nicht um Funktionsupdates. Die gab es sowieso schon länger nicht mehr für Windows 7. Was kann also passieren, wenn ich solche Updates nicht mehr bekomme? Naja, es gibt in Betriebssystemen Sicherheitslücken und die werden von Zeit zu Zeit entdeckt. Und sobald die entdeckt sind, gibt es einen Patch dafür oder ein Update dafür und entsprechend hat man diese Lücke dann nicht mehr, wenn man das Update eingespielt hat. Jetzt wird es bei Windows 7 so sein, dass da auch noch neue Lücken entdeckt werden, aber Microsoft sagt halt, naja, wir bringen dafür jetzt keine Updates mehr raus. Das heißt, ihr würdet, wenn ihr auf Windows 7 bleibt, mit einem unsicheren System durch die Gegend laufen und werdet völlig ungeschützt vor Gefahren aus dem Internet. Dann kommen wir auch gleich zur zweiten Frage. Ich habe doch eine aktuelle Antivirus und eine Firewall. Ich bin doch sowieso geschützt. Nein, das erste immer, was Sicherheit angeht auf so einem modernen Betriebssystem, ist Updates. Antivirus kann euch immer nur vor bekannten Gefahren schützen und eine Firewall ist sowieso immer dabei. Die ist auch bei Windows 10 dabei, die ist bei Windows 7 dabei und auch euer Router, der hat eine Firewall. Das hilft aber alles nichts gegen Sicherheitslücken. Die können nämlich trotzdem angegriffen werden. Zudem habt ihr bei Windows 10 den Vorteil, dass der Windows Defender da direkt integriert ist. Ihr braucht also gar keine zusätzlichen Antivirus mehr, müsst also nichts bezahlen oder nichts extra installieren, was euch dann mit Werbung oder so nervt. Ja, dann die Frage, was kostet denn Windows 10? Naja, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ihr habt einen alten Windows 7 oder Windows 8 Lizenzkey und benutzt einfach den, der geht nämlich auch für Windows 10, oder ihr kauft euch einen Windows 10 Pro Key bei Amazon für unter 20 Euro, auch das geht. Verlinke ich euch natürlich mit einem Affiliate-Link. Jetzt habt ihr aber vielleicht Programme, die nur auf Windows 7 laufen, was macht ihr mit denen? Also erstmal ist das recht unwahrscheinlich, weil an der Architektur sich jetzt nicht so viel geändert hat. Schaut mal bei Google oder so, ob ihr nicht für euer Programm eine Lösung findet, dass das auch auf Windows 10 lauffähig ist. Wenn das nicht der Fall ist, dann habt ihr die Möglichkeit, eine Virtualisierung zu benutzen, zum Beispiel einen VMware Player, der ist kostenlos, damit installiert man dann quasi Windows 7 in so einer virtuellen Maschine und kann dann da seine Programme weiter ausführen und ist dann ein bisschen besser geschützt. Windows 10 ist ein neues Betriebssystem und hat leicht veränderte Systemanforderungen. Kann denn mein PC dafür zu schwach sein? Naja, also so viel haben die sich nicht geändert von Windows 7 auf Windows 10. Die Systemanforderungen, die sind fast identisch geblieben. Spaß macht es wohl erst so ab 4 GB RAM, sollte man schon haben. Entweder kann man das per Hardware aufrüsten oder installiert einfach trotzdem. Also man kann auch mit 2 GB RAM Windows 10 betreiben, macht dann halt nicht so viel Spaß. Wenn euer PC sowieso alt ist und ihr überlegt, vielleicht den zu ersetzen jetzt im Zuge dieses Updates, dann könntet ihr euch auch überlegen, ob quasi auf dem alten PC einfach Linux weiterlaufen kann. Das reicht völlig zum Surfen oder so, oder man kann halt auch da die Libre- oder OpenOffice-Programme drauf ausführen und das braucht weniger Hardware-Ressourcen. Gut, ich konnte euch jetzt überreden, umzusteigen. Jetzt ist die Frage, wie steige ich denn um? Es gibt zwei Wege. Das eine ist die Neuinstallation, die andere ist der Windows 10 Update Assistant, den verlinke ich euch natürlich auch. Ich würde euch tatsächlich zur Neuinstallation raten. Ihr müsst in beiden Varianten sowieso ein Backup machen. Beides kann schief gehen und auch die Neuinstallation, da würde ich euch empfehlen, die Festplatte zu formatieren und dann die Daten vom Backup wieder zurückzuspielen. Der Vorteil ist, man hat ein frisches System ohne so eine alte, gammelige Windows 7 Installation, die da noch nebenher irgendwie rumfliegt. Da ist keine Frickelei dabei. Man setzt das also komplett von vorne neu auf. Bei diesem Windows 7 zu Windows 10 Tool, muss ich zugeben, habe ich noch nie probiert. Soll aber auch gehen, ist auch eine Möglichkeit, die man machen kann. Beachtet aber, dass bei beiden Möglichkeiten immer ein Backup von euren wichtigen Daten notwendig ist. Zur Neuinstallation habe ich mal ein Video gezeigt, blende ich euch in der Infokarte ein. Falls ich jetzt Fragen noch nicht beantwortet habe, dann habt ihr ja die Kommentare. Ich versuche immer darauf zu antworten und auch meine anderen Zuschauer werden euch hoffentlich kompetente Antworten geben.